Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy für den Game Boy Advance in der Remake-Version. Und ich habe jetzt offscreen, ihr seht es ja, ich bin in der Feuergruft, also dem zweiten optionalen Dungeon in diesem Spiel, der nicht in der NES-Version vorhanden war, sondern extra für diese Version hier designt wurde und auch eingebracht wurde. Und ich bin im fünften Untergeschoss und ja, die Feuergruft hat, wie ihr anhand der letzten paar Parts sehen konntet, 10 Untergeschosse. Und ich bin jetzt im fünften und ja, im fünften gibt es einmal einen Boss, den ich besiegt habe, aber es gibt dann noch einen zweiten Boss, den wir noch nicht gesehen haben. Das gleiche gilt für fürs zehnte Untergeschoss. Das heißt, ich werde hier, nachdem ich den Boss besiegt habe, einen Schnitt machen und dann bis zur zehnten zum zehnten Untergeschoss spielen. Übrigens, ja, eine Sache, die sehr lustig ist, muss ich euch mal kurz erzählen. Ihr erinnert euch doch an den vorletzten und den Part davor. Das war, glaube ich, der vorletzte, ne? War ich doch ewig dabei, diese Weltenkarte. Es gibt ein Geschoss, in dem eine Weltenkarte vorhanden ist. Da brauchte ich ewig, um da den Ausgang zu finden. Diesmal hatte ich aber eine leichtere Weltenkarte. Also die Räume sind alle gleich, außer das mit der Weltenkarte. Da gibt es, glaube ich, 3 unterschiedliche Versionen. Und das muss ich jetzt nicht zeigen. Ich habe auch zuerst gedacht, oh scheiße, jetzt kommt wieder eine Weltenkarte. Und ich brauchte da nur 4 Minuten. Die war weitaus einfacher als die ich onscreen hatte. Na toll. Okay, ja, dann geht's jetzt auf zum Boss. Den wir noch nicht besiegt hatten. Das ist der, übrigens der obere. Ich habe hier schon her gespielt, also hier in der fünften Ebene. Es gibt einer, der befindet sich weiter unten. Den haben wir, also hier weiter südlich, den haben wir schon besiegt. Also im letzten, vorletzten Part war das. Letzten Part war das. Und es gibt hier jetzt einer, der weiter nördlich ist und ja, den bekämpfen wir jetzt. Muha! Muhahaha! Da kommt Freude auf. Das wird mir ein besonderes Plaisir sein, euch zu fressen. Ich bin Skarmiglion, Herrscher der Unterwelt, und es ist offensichtlich Essenszeit. Okay. PTF? Sieht aus wie der Sensenmann. Ja, dann wollen wir mal hier ganz normal erstmal angreifen. Sie macht natürlich wieder hier Proterra. Wo haben wir das hier? Proterra. Genau, alle. Und er macht Hast erst einmal auf Final. Und ja, erstmal hier. Ach gut, das ist. Bevor der überhaupt angreifen durfte. Ah, okay. Ich durfte also hier zuerst Blitz, okay. Ja, gut, das hat. Das ging noch mit dem Schaden. Jetzt müssen wir mal gucken. Also erstmal angreifen. Was macht sie jetzt? Das sieht so wie so ein Unterwelt aus. Ich kann ja mal hier Sanctus mal ausprobieren. Das heiliges Licht, ne? So, und du machst Hast auf den hier. Obwohl der ja so schon ganz schön Schaden macht. Mal gucken, wie Sanctus überhaupt erstmal aussieht. Ah. So gut. Ja, kann man so durchgehen lassen. Aber wenn er nur Blitz macht, dann geht das doch eigentlich. Also bisher ist er gar nicht so schwer. Ja, mal gucken, wie, wenn sie jetzt physisch angreift, mal gucken, wie das ist. So, und jetzt kannst du hier mit Flair, mal gucken, ob das irgendwie was gegen ihn bringt. Ja, bisher hat das immer was gebracht. Hä? Das war's schon? Okay, also das war ja billig. Hä? Skarmiglion, ich fürchte weder Leben noch Tod. Denn schon vor geraumer Zeit habe ich beiden entsagt. Ich könnt mich nicht bezwingen. Ach. Ist noch eine zweite Form oder was? Okay. Ach toll, jetzt muss ich mich neu buffen. Toll, oh, das ist ja blöd. Na gut. Gerade so schön gebufft hier und dann. Terra hier. Und Hast. Das war eine Verarschung eigentlich, nur die erste Form, wa? Toll, ey. Hätte er nicht dann angreifen können, nachdem ich ihn mit Hast verzaubert habe, also gebufft habe. So, angreifen. Hast auf ihn hier, so.
Okay, dass er noch eine zweite findet, das ist überraschend. Das hatte bisher kein Boss. Das okay, ja, der macht ja nicht viel Schaden, also... Von daher... So, jetzt kannst du mit Flair. Flair, mal gucken, ob das hier bei ihm wirkt. Sollte es eigentlich, ne? Oh, Giftgas. Oh, 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 das hat aber ganz schön Schaden gemacht. Da muss dieser gleich heilen hier. Okay, aber der war aber auch jetzt nicht schwer. Oder hat er noch eine dritte Form? Mondschleier erhalten. Ja, okay. Und dann geht's jetzt hier weiter, ne? Genau, dann geht's hier jetzt weiter, die Treppe runter. Oh, ne! Wenn ihr euch den vorigen Part angeschaut habt... Ne, doch, das war der vorige, ne? Ne, das war der davor. Also der vorletzte Part. Dann wisst ihr, dass dieser Raum hier die Hölle ist. Einfach nur nervig ist. Naja, aber das werde ich jetzt offscreen machen, das muss ich jetzt irgendwie... Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann in der 10. Ebene bin und dort dann, ja, den anderen Boss besiege, der sich keine Schatzkiste befindet. Bis gleich! So, weiter geht es! Und zwar seht ihr hier in der 10. UG sind wir in der Feuergruft. Und ja, jetzt kommt der Boss dran, bei dem... sich keine Schatzkiste befindet, also hier, ihr seht ja hier, da ist keine Schatzkiste in diesem Raum. Den, mit der Schatzkiste, den habe ich ja im vorangegangenen Part besiegt. Und jetzt ist dieser hier dran, mal gucken, wobei, worum es sich jetzt bei diesem Boss handelt. Okay. Ich muss euch unterschätzt haben, aber es wird zu guter Letzt keinen Unterschied machen, denn ich, Barbarikia, werde eure Reise hier beenden. Oh. Oh, die ist aber leicht bekleidet, die Dame hier. Ja, dann wollen wir mal wieder unsere ja, bekannten Buffs einrichten hier. So, passt für Beine erstmal. Oh. Oh, der macht ganz schön Schaden. Ah, gut, er macht passt bevor Feinde angreift. Sehr schön. So soll es auch sein. Okay. Ja, gut, die war noch nicht, hat noch kein Protera-Buff gehabt. So, also so. Ja, ich kann ja mal einmal Vitra so machen und passt auf Kleid. Fingerspitzen. Jetzt aber auf Final abgesehen. Ich greift immer ihn an hier. So. Na gut, Sophia hat das jetzt nicht gebracht, aber okay. So, angreifen. Ich mach mal vorsichtshalber. Ich mach nochmal Vitra auf ihn hier so. Und Flair von Max. Mal gucken, wie viel das schadet. Okay. Ja, jetzt hat er aber ganz schön viel verloren hier. Also Kleid. Ich mach, denke ich mal, jetzt immer Heiliger. So. Ab der nächsten Runde. Angreifen, Magie, Heilger und Flair von Max. So, das ist das sicherste, was man hier machen kann, ne? Ja, 80, okay. Ach, komm, greif auch mal an. Und, ja, Flair. Scheiße, Tornado. Was zum Geier? Ja, als ob, ey! Okay, das war's. Auch jetzt kein so großes Problem. Ja, und ich habe den Zweihänder erhalten. Okay. Wer könnte denn den tragen jetzt hier? Also Excalibur, ne, ist, denke ich mal, unschlagbar. Und Blütenschwert, Zweihänder. Ne, Zweihänder. Benutzen, um Konfus zu erteilen. Ja.
denke mal, die kann den Zweihänder auch nicht und er, denke ich mal, auch nicht, ne? Ja. Ich habe übrigens offscreen so noch so ein paar Items bekommen. Mal gucken, ob da hier so einige neue dabei sind. Sowas wie Hufeisen. Steigert Glück. Also Hufeisen steigert Glück, das kennt man ja so, ne? Dann habe ich noch Mondschleier, ne? Besitzt den Effekt Ex-Tod. Ja. Und die Kockerkralle, genau. Besitzt den Effekt Stein. Ja, das sind so die neuen Items. Ich habe auch nicht alle Schatzkisten geöffnet. Ich bin einfach immer den schnellsten Weg zur Treppe gegangen. So ein bisschen kannte ich das ja noch aus dem vorangegangenen Part, ne? So, ich denke mal, das war's denn jetzt mit der Feuergruft. Zurück an die Erdoberfläche, ja. Okay, dann werde ich erstmal irgendwo übernachten, da wo es am günstigsten ist. Auch wenn ich jetzt, Vigil habe. Aber ich muss da unten, glaube ich, sowieso hin. Oder Moment mal, ich muss mal schauen, wo habe ich denn das Schiff ein? Hier muss ich, das ist jetzt mein nächster Zielort hier, dieser Strudel. Das haben wir ja auch schon im Laufe des Projektes ja erfahren, dass dort... Ne, dass dort hier auch so ein optionaler Dungeon ist. Jetzt muss ich mal schauen, wo mein Schiff ist. Da werde ich dann auch... ich glaube, das war hier irgendwie, ne? War das nicht hier? Oder wo war das? Wo war da mal? Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Ich möchte euch nämlich auf dem Schiff... Ich glaube, das geht nur auf dem Schiff direkt. Da möchte ich euch nämlich ein Minispiel zeigen. Das... Ja, so ein geheimes Minispiel, das ich übrigens, als ich nachgeguckt habe, Moment, ich muss mal kurz... Also ich muss jetzt einfach nach Osten erstmal fliegen, ne? So. Ja. Also als ich offscreen wegen dieser einen Map nachgeguckt habe, also dieser Map in der Feuergruft, da kam ich ja nicht weiter. Und... Das ist ja auch blöd jetzt, ne? Da muss ich ja... Wenn ich wieder zum Luftschiff möchte, muss ich ja hier wieder auch hin. Das haben die ja blöd gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, und da habe ich offscreen dieses Minispiel auch entdeckt. Man muss B gedrückt halten und dann irgendwie 50 mal A. Das mache ich jetzt mal. Ich halte B gedrückt und dann mache ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50. Oder muss man was anderes gedrückt halten? Oder war es Select und, wenn man Select und A. Oder muss man A gedrückt halten? Hä? Ich halte mal Select gedrückt und, Mach das dann mal. Oder war das Select? Nee, Select und B, das löst ja die Karte aus. Ich mache dann mal A gedrückt und B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah! Okay, das waren dann nur 20 Mal, nicht 50 Mal. Das war dann also A, also ihr müsst A gedrückt halten und dann 20 Mal auf B. Und dann habt ihr hier ein kleines Minispiel. Puzzle spielen? Ja. Aber da kann man auch nur Gil gewinnen, also... Das ist, ich zeige euch das nur mal ganz kurz mal hier. Das ist so ein Schiebespiel. Kennt man ja irgendwie so auch aus Lufia. Das geht immer nur noch... Ah ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, was man hier machen muss. Muss man irgendwie hier die Reihenfolge richtig haben? Oder wie ist das jetzt hier gedacht? Ach so. Ich verstehe. Ich muss das so machen. Ich muss die 1 nach oben treiben bestimmt. Ich muss bestimmt alles in der richtigen Reihenfolge machen. Die 6 ist auch richtig? Ja, ich kann aber nicht. Ich muss aber hier, ne? Ach, scheiße, ich muss jetzt... Hey, wie soll ich das denn jetzt machen? Ja gut, die 2 muss einmal, die 4 so. Ja, es ist ein bisschen nervig irgendwie ja auch gemacht. Also man muss wahrscheinlich immer die... Ist in der Reihenfolge hier machen. Also, ja, die 4... Wie komme ich denn jetzt wieder zu... Kann ich jetzt wieder die 2? Das ist ja blöd gemacht. Warte mal, ich muss das wahrscheinlich so machen. So, so.
Nee, das war blöd. Das war blöd. Nochmal so. Nochmal so. So, so, so. So, 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 so. Ja. Das nach oben, damit es irgendwie das wieder oben ist. Und dann, ja, da habe ich hier die 2 und das alles. Ja, das mit der 3. Ich mache das jetzt. Ich mache das einmal nur jetzt, um das euch zu zeigen hier. Ja, hier. Einmal zeige ich euch das hier. Die 3, dann. Das ist auch recht einfach. Man muss einfach immer nur untereinander durchschieben hier. Siehst du? Jetzt habe ich die 3 oben. So, dann habe ich die 3 jetzt hier. Das ist total einfach. Ja, dann. So, jetzt muss ich das irgendwie so machen, dass ich die 4 dahin kriege. So. So, so. Nee. So. Oh, das ist total. Total einfach. Da habe ich die 5 auch schon da in der Nähe. Das passt ja perfekt. Ja, ich muss die 14 irgendwie runter. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber die 14 muss da runter. Ja, Na gut, jetzt habe ich mich ein bisschen verbaut hier. ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass ich die 2 und die 3 wieder tauschen dann. Das heißt, die 3 mache ich mal runter. 4 ist hier richtig. So, so. So, 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 so. Oh, die scheiß 14 nervt. Die verdammte 14, die ist immer im Weg. Moment. Ist doch gar nicht so schwer, das jetzt hier. So, die 14. Ja, aber dann habe ich ja hier. Scheiß 14 nervt. Nervt die 15. Ah. Jetzt ist hier oben nichts. Jetzt kann ich es irgendwie. Nein. Jetzt muss ich aber hier. Es ist immer oben, muss immer. Na, ich mache das immer erstmal so. Die 5 mache ich dann mal dahin. Ich muss ja die 3 nicht als nächstes machen. Es reicht ja, wenn ich so mache. Die 5 da nach oben. So, also hier hin. Dann die 6 war ja hier auch in der Nähe, ne? Genau. So, so, so. Da kann man sich das irgendwie anders noch irgendwie hier hinbauen. Warte mal, wo ist die 7 da? Warte mal, 7, 8 und die 9 ist doch. Die 9 müsste eigentlich hier. Moment, die 9 müsste hier hin. So. Ah ne, die 3 bloß nicht da in die Ecke. Da muss ich. Ich kann sonst hier nicht das manövrieren hier. Ja, ja, aber die 14. Das ist immer das Problem, die 14. Die 14 ist immer das große Problem hier. So, ich mache das dann mal so, dass hier mal, 7 ist hier richtig, aber, hahaha. Es ist aber hier oben, naja, gut. Ein bisschen, ich mache das irgendwie auch gar nicht strukturiert, also ich mache irgendwas hier. Jetzt kriege ich die 3 aber gar nicht mehr weg da, ne? Das heißt, ich muss die 9 wieder woanders hinschieben, damit die 3 überhaupt. Die 3 muss da eben raus. Also es sind 15. Wahrscheinlich hier 15 Dinger hier, ne? Das ist ein bisschen anders machen. Also man muss das nicht nach der Reihenfolge. Man darf das nicht nach der Reihenfolge machen, wie man sehen kann. Muss das schon ein bisschen. Ja. Das ist das Problem. Die obere Reihe, da ist immer irgendeiner noch im Weg. Wieder die scheiß 14. Nein, die will ich dann. Die 14 will ich weghaben. Machen wir es mal so hier. Ja, warte mal. Ich muss das nochmal so lassen hier. 3 nach oben. So, so. Nee, Quatsch. 3 hier hin. Aber das ist die 7. Ah, Leute, ey. Was ist denn das für ein Kack hier? So. Ja, dann mache ich das aber, warte mal. Ist das so? 12 muss hier hin. Immer, oben ist immer irgendein anderes, was gar nicht da hingehört. So, jetzt mache ich hier mal so ein bisschen an. Lass ich erstmal das so oben.
kann man immer noch irgendwie ändern. Moment. So. Ne, da ist die 7 wieder im Weg. Muss die 7 irgendwie hier loswerden. Ha, natürlich kann man es so natürlich machen. Ne, ist die 7. Oben, also oben ist schwierig. Oben ist echt schwierig. Da ist immer irgendeiner im Weg. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass ich das irgendwie so tauschen kann, dass da keiner mehr im Weg ist. Dann, weil wenn ich jetzt hier, ist ja die 11 wieder oben im Weg. Also oben ist echt schwierig. Ja, da muss ich das ein bisschen... Ja, das ist auch blöd, ne? Hm. Ich das jetzt so mache, 4 nach unten. Das habe ich ja eben auch schon gehabt, diese Variation. Naja. Aber wie gesagt, man kann da nur Gil gewinnen. Ich lasse jetzt auch nicht hier ernsthaft spielen oder sowas. Wobei, ich hätte jetzt hier die ganze rechte Seite. Vielleicht hätte ich das erst... Oh! Warte mal. Die 14? Warte mal, die 14? Muss hier hin. 14 und 15 müssen getauscht werden. Hä, die 15 muss dahin? Ach so, weil das Feld hier am Ende leer sein muss. Genau, ja, natürlich. Das heißt, die 14 war ja eigentlich richtig dann. Also hier. So, 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 so. Ja, jetzt ist aber das hier... das Problem ist jetzt hier. Naja gut, was heißt das Problem ist hier? Das ist gar kein Problem. So, jetzt muss ich das hier irgendwie noch hinkriegen. So, 7 ist hier, wäre hier ja richtig. Die 8 wäre ja auch richtig. Aber 4 und 3, das ist das Problem. Das hier lässt sich auch gleich tauschen. So. Na gut. Hier reicht nun auch wieder nicht. Naja, ich muss erstmal das da oben noch irgendwie auf die Reihe kriegen da. Weil wenn ich jetzt hier das... Hä, man kann 2 auch runter... Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, wenn das möglich ist, dann... Warte mal. Aber die 7 ist dann ja auch ständig im Weg dann. Wenn ich jetzt hier die 3 hinmache. Also eine dieser beiden Zahlen muss irgendwie noch weiter runter. Anders geht das nicht. Machen wir es mal mit der 3. So. Anders geht das nicht. Eine muss da noch runter. So. Ja. Das wäre richtig, aber hier die 3. Das ist... Mann, Leute! Ich muss jetzt doch irgendwie ein bisschen anders machen noch. Nee, halt. Jetzt mach ich das komplett kaputt hier, den ganzen Kram hier. Nee. Die 4 ist ja richtig, aber... Ich muss irgendwie da... Ich muss irgendwie so kriegen, dass die 3 da oben... Aber hier, am besten hier oben ist. Aber jetzt muss... Warte mal, ich muss es so, 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 so... Hallo? So. Man kann auch 2 nach unten, ne? Okay. Ach, was bringt das denn überhaupt nichts? Okay. Ah, jetzt habe ich's. So, und die 3 nach oben. Sehr schön. Jetzt kommen die 7 da nach oben. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Stellen, die wir ausgleichen müssen. Ja, die 10 muss hier hin, ne? Die 11. Das kann ich noch nicht machen. Ich muss erstmal hier so ein bisschen rum. Rumdoktorn hier, so. Die 11 ist aber noch eingesperrt. Die muss hier hin. Die 11 muss hier hin. Ja. Schön. Warte mal. Ich rufe das mal so. Ach, shit. Jetzt habe ich das wieder...
Das ist ja ein Kram hier. Das ist ein Fummelkram hier. Hier noch. So, 14 ist richtig. Jetzt. Die 10 ist richtig. Ja, ich hab's. Meine Güte. Erhalten Phönix. Achso, man bekommt auch Items. Okay, die Phönixfeder. Nein. Das war nur mal kurz so zum Zeigen. Dann, ja. Ich habe mich da nicht so gut angestellt, aber okay. Wir müssen jetzt, das kann ich noch in diesem Part machen, zu diesem Strudel fahren. Muss ich erstmal nochmal gucken auf der Karte. Das ist... Oh Gott. Aber Moment mal, ich kann doch hier... Ich muss andersrum fahren. Das hier wäre ja ein Umweg, glaube ich, oder? Kann ich nicht irgendwie auch querfeldein mit dem Kanu fahren? Das soll eigentlich auch möglich sein, oder? Wobei, das mache ich doch im nächsten Part. Ich habe ja schon eine Aufnahme vorher gehabt. Deswegen ist das... Ja, der Part ist dann hiermit beendet jetzt. Wir sehen uns dann direkt hier im nächsten Part wieder und dann werde ich Ausschau nach der nächsten Grotte oder nach dem nächsten Dungeon halten. Bis dann, tschüss!